unserer Nationalmannschaft mit Kapitän Karl-Heinz Rummenigge, mit Schumacher, mit Briegel, Völler, Falkenmeier, mit Jakobs, Herget, dem Libero, Karl-Heinz Förster, Bremel, Matthäus und Magath, so ganz am Bildrand. Hoffentlich hält er sich nicht bescheiden zurück, denn er soll ja das Spiel in die Hand kriegen, wie es so falsch heißt. Er soll der Regisseur der deutschen Mannschaft sein. Genau gepasst für Rummenigge. Matthäus! Das ist der Eckball für Schweden. Und Schröckert! Gottlob vorher abgepfiffen. Briegel an den Pfosten! Jetzt haben sie Pech. Hier sehen Sie es nochmal, wie hoch der Briegel steigt. Schulmäßiger Kopfstoß. Kommen mit der Nummer 14, Uwe Rahn. Und jetzt macht er das Tor. Ich werde wahnsinnig. Das ist ja unglaublich. Erster Ballkontakt. Und da schießt er das Tor. Uwe Rahn. Hier sehen Sie den Pass des anderen Auswechselspielers, Alofs. Ravelli hat keine Chance. Ein Billardtor. 1:0. Mensch, war das schön. Ein herrlicher Pass in den freien Raum. Der Spieler mit der Nummer 14, Uwe Rahn. Jetzt flutscht es auch bei ihm besser. Nicht ganz. Auf der Linie gerettet. Seine Auswechslung völlig in Ordnung. Karl-Heinz Rummenigge. Im Angriff. Ebenfalls verbesserte Situation, aber vielleicht noch zu wenig Schusschancen. Jetzt aber Tor! Völlig überraschend zieht er ab. Und das ist die endgültige Entscheidung. Wieder kam der Ball von Alofs. Rummenigge. Tor für Deutschland. Neuer Spielstand 2:0. Aus dem psychologischen Bereich eine Wende zum Positiven in der Mannschaft herbeigeführt zu haben, aber auch im Umfeld der Mannschaft, bis hin zu den Medien. Und sicherlich hat das alles eine Rolle gespielt bei diesem Erfolg, der jetzt vielleicht noch größer wird. Alofs! Außennetz. Ein neuer Anfang gemacht, der uns alle hoffen lässt. Und in diesem Augenblick pfeift Schiedsrichter Robert Valentine das erste Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel. Feldes. Völler. Bremel. Und da ist das erste Tor, wollte ich sagen. Der Ball musste eigentlich rein. Hervorragend. Di Giorgio,
sehr häufig am Ball in dieser Anfangsphase. Das ist Weller, der Spielmacher. Und die erste Chance für die Gastgeber. Da ist das Tor! Da ist das Tor! Unglaublich! 10 Minuten gespielt. Malta führt 1:0. Nicht zu fassen. Riesenjubel bei den 30.000. Noch nie haben die Malteser gegen die deutsche Mannschaft in den bisherigen 4 Spielen einen Treffer erzielt. Vorbei an Briegel, freie Bahn ins lange Eck, vorbei an Schumacher. Briegel, Matthias Herget rückt nach, dann Alofs am linken Flügel, sofort die Flanke und die Chance zum Schuss für Rummenigge, 5 Meter zu hoch. Und ich meine auch ein bisschen konsterniert, das hatte keiner erwartet. Rummenigge, immer noch Rummenigge. Bremen. Thon. Gut gespielt. Ah, da musste Mifsud sich strecken nach diesem. Schwach gespielt von Förster, genau in den Rücken von Alofs. Kaum zusammenhängende Aktionen im Augenblick. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Jetzt Rudi Völler mit seinem bekannten Trick vorbei auf den zweiten Pfosten. Und da ist das Tor. Da ist das 2:1 endlich für die deutsche Mannschaft. Klaus Alofs hat es erzielt. 2:1 muss man fast sagen. Gute Vorarbeit von Völler. Flanke auf den zweiten Pfosten. Bremen. Der wäre fast noch reingegangen und der Torhüter prallt gegen den Pfosten, hat sich sicherlich wehgetan. Nicht sein Spiel. Herget. Rummenigge. Vorbei an 3 Maltesern. Gut geflankt. Rahn an die Querlatte. Und da ist der Ball im Netz. Das 3:1 für die deutsche Mannschaft. Das ist die Entscheidung. Und wiederum Torschütze Klaus Alofs vom 1. FC. Bis noch einmal den Treffer zu erzielen. Die gute Vorarbeit von Rummenigge, dann ran an die Querlotte. Die deutschen Fans, die mitgereisten Pausen, sicherlich zumindest vom Ergebnis her zufrieden. Busuttil. Oh, gut geschossen und da ist der Ball im Netz. Das 3:2 durch den Spieler mit der Deckzehn. Das 3:2 durch Alfred Azzopardi. 1 Minute nach dem 3:1. Riesiger Jubel hier und jetzt haben sie es eilig. Jetzt wollen sie es packen in den letzten 5 Minuten, die Malteser. Stehen. Vielleicht kommt der Ball kurz. Weiß nicht, wo die Völler läuft jetzt an. Briegel kommt und noch eine Möglichkeit. Nein. Ja. Gutes Durchspiel. Völler und kein Abseits. Litbarski ist mitgegangen. Immer noch der Bremer. Litbarski! 1:0. Und wie sagt man da? Franz Beckenbauer. Er wird von der, hat jetzt rüber geschaut. Die Flanke ist klasse. Und Bento hat keine Chance. Deutschland, Deutschland ist jetzt hier zu hören. Werden jetzt stärker. Guter Wechsel. Matthäus und Völler. Wieder der lange Pass. Rudi Völler.
Macht er es allein? Jakob. Briegel. Wird eng werden jetzt. Immer noch Briegel. Gut gespielt. Völler. Und das ist das 2:0. Rudi Völler. Die Vorbereitung Briegel. Ja. Ja, vorbei an 2-3 Portugiesen. Ein kluger Pass mit dem Außenriss und dann ein Schuss, der fast ein Roller ist. Aber Bento ist draußen. Ist ein kleingewachsener Torwart. Bento. Hey, in der Luft gerempelt. Es gibt einen Freistoß. Oh, der Versuch zu faulen. Rudi Völler. Wer kommt mit? Wer kommt mit? Und sie sind zu Beginn nicht eingeblendet worden. Ich habe sie Ihnen auch nicht hier, indem ich die 22 Namen vorgelesen habe, genannt. Pacheco. Immer noch Pacheco. Aufpassen. Und der Anschlusstreffer. Diamantino, der neue Mann. Hier, der erste Versuch, abgewehrt. Und dann ein verdeckter Ball für Toni Schumacher. Man sieht es deutlich an seiner Reaktion. Die beiden Frankfurter, Falkenmeier auf. Litarski, er holt sich den Ball. Sehr, sehr fair. Und Rudi Völler. Ein bisschen zu fest, diese Hereingabe. Völler und Rahn. Heißt es. 1:0. 2. Tor in der Nationalmannschaft. Kein Abseits, da stand noch einer auf der Linie von den Maltesern. Schoss er ja gegen Schweden. Da hatte er so, wie viel waren das? 36. Und das wird eine Chance. Völler, Elfmeter. Doch, ganz klar, trotz aller Proteste. Das war eigentlich ein Missverständnis. Vielleicht sehen wir das noch einmal in der Zeit. Ah, da ist der Ball schon durch und dann ist Völler losgelaufen. Und na, jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher, wo ich da. Und da steht Pierre Lipaski. Ah! Und Magath. Mit Hingen und Würgen. 14. Spielminute, 2:0 für Deutschland. Felix Magath. Lukaski. An den Pfosten dann abgeprallt. Und da ist viel Platz. Und dann Magath. Entschlossen und mit Wucht. Rahn, Tor! 17. Minute, 3:0. Heute kann sie Werbung machen für sich und ihr Spiel. Schön abgetaucht von Rahn. Erdolf. Mit Barski, ach, ist da. Platz ist es da offen. 4:0. Ja, bin ich denn hier? 18. Minute. In Saarbrücken sagt mein Kollege Rolf Döfferin. Das 4:0 nur eine Minute nach dem 3:0 mit Barski. Bronzek. Viel tut fürs Angriffsspiel. Völler. Ah, schade. Der unheimlich viel unterwegs ist, viel ausweicht auf die Flügel. Lipaski, noch einmal Völler und Rummenigge versucht, hat auch ein bisschen geschubst.
Ecke. Lennart Faluccia. Und da ist einer frei. Aber Toni Schumacher zum ersten Mal. Nach meinem Empfinden Hergit. Bonzek. Rummenigge. 5:0. Das ist ihm zu gönnen. Endlich hat es mal geklappt. Bonzek flankt. Und Rummenigge drückt den Ball mit dem Außenriss. Und Magath bringt den Ball hinein. Lipaski. Und hast ein Eigentor. Aber wer weiß, man hat ja schon oft seine Meinung geändert. Lipaski. Schön, Latte. Und Eckball. Diese Möglichkeit von Lipaski mit dem ungewohnten linken Fuß. Und dann Eckball. Und die kommt schon hinein, die Ecke. Berthold, Rummenigge. Jawohl, Tor. 6:0. 66. Spielminute. Jetzt macht der Druck, hat Platz. Völler. Immer noch. Torwart, der Malteser. Rehme. Oh, gefährlich. Hat sich ja der Presse-Interview-Wünschen weitgehend entzogen. Rehme. Völler. Posten. Rummenigge. Und Elfmeter. Oh, da muss ich die Zeitlupe sehen. Rummenigge wird getroffen, ja. Wird sich sicherlich noch einmal stellen. Völler. Es will nicht klappen. Oder jetzt wieder nicht. Rummenigge. Noch etwas zurückzugehen und jetzt geht's los. Hager Club, 6 allein von Bohemien. Berthold. Gesperrt. Sie hören es vielleicht bei diesen Aktionen an der Geräuschkulisse. Es sind sehr, sehr viele deutsche Zuschauer hier im Stadion. 3005, Uwe Rahn in der Mitte, Rudi Völler und auch Dietmar Jakob. Völler und Berthold. 1:0. Da reißt es auch Franz Beckenbauer vom Sitz. Eine schöne Vorlage, platzierter Kopfball von Thomas Berthold, dem Frankfurter Verteidiger. Hier sehen wir es noch einmal. Völler kommt nicht dran, aber Berthold, und aus 5 Metern bleibt da natürlich kaum. Uwe Rahn. Andreas Brehme. Noch nicht im Aus. Völler. Uwe Rahn. Das hätte schon sein können, das 2:0. Karl-Heinz Förster. Lipaski. Noch einmal der Vorstopper. Uwe Rahn. Schießen. Und noch einmal. Wiesek, wieder Chalupka, Flup, Achtung,
Janečka. Lob. Herr Gett, oh, Toni Schumacher. Da hat die deutsche Mannschaft sehr viel Glück gehabt. Lothar Matthäus. Bolivien. Wieder Herget. Schöner Pass auf Rudi Völler. Vorbei an Kukuczka. Da wäre ein kurzer Rückpass, der sich wieder in die Mannschaft hineingespielt hat. Achtung, Wiesek, kein Abseits. Die deutschen Spieler reklamieren zwar. Magat, Litbarski. Herrlich, herrlich. Zwei Versuche hat er gehabt und der dritte saß. Auch hier die Zeitlupe. Sicherlich ein Fehler der tschechoslowakischen Abwehr, ihn so allein zum Schuss kommen zu lassen. Fiala löst sich zu spät und der Pass. 2:0 in der 22. Minute durch Pierre Lippas. Aus etwa 20 Metern wird genutzt. Matthäus. Völler. Der Bremer. Schöner Seitenwechsel auf Berthold. Leicht vorbei an Flug. Und Matthäus. Jawohl. Schulmäßig kann man da, glaube ich, sagen. Von links nach rechts. Von rechts nach links. Und dann Volley ins Netz. Hier sehen wir es noch einmal. Thomas Berthold, der Frankfurter. Und dann auf Lothar Matthäus. Wir schreiben die 37. Minute. 3:0 für die deutsche Mannschaft. Durch diesen herrlichen Schuss von Lothar Matthäus. Welche Überraschung sie drauf haben. Herget. Jawohl! Wie im Training, jeder Schuss ein Treffer. Matthias Herget zum 4:0. Das ist ja fast schon nicht zu fassen. Über die Fünfmannmauer hinweg, genau in den Winkel. Der arme Boris Bitschka, der kann einem schon fast ein bisschen leid tun. Und die deutsche Mannschaft, richtigen Leute für diese Mannschaft gefunden und ihnen, wenn man so will, seinen Geist eingegeben. Zusammen mit Horst Köppel, das sollte man vielleicht nicht vergessen, hervorragende Arbeit geleistet. Es wird vor allen Dingen, das ist heute besonders, dann doch noch einem derjenigen, die jetzt auf der Bank frieren, im Regen, eine Chance gibt, hier sich eventuell. Rudi Völler, 20 Tore in der Bundesliga, vielleicht jetzt, nicht ganz. Schreiben wir ihm mal ein halbes Tor gut. Sieht gut aus, was sie da aufbauen, aber wenn es dann in Richtung Tor geht, wird es immer schwächer. Mal sehen, ob es Pierre Littbarski jetzt besser macht. Jawohl, nein! Ja, jetzt haben sie ein bisschen zu viel des Guten getan. Vielleicht hätte Jakobs ist da ausgerutscht. Janečka. Und der Schiedsrichter leitet einen neuen deutschen Angriff ein. Völler. Schießen. Und noch einmal. Jawohl. Was Völler nicht gelingt, das vollendet Klaus Allopp.
5:0, 7 Minuten vor dem Ende. Wir schreiben die 83. Minute, 5:0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in der CSSR. Grieger lässt Förster aussteigen. Ja, das war natürlich Glück. Vertrieben. Er wollte nicht nur einen schönen Pass schlagen, sondern dem Gegner auch noch den Ball durch die Beine schieben. Grieger. Ja. Der Ehrentreffer. Die Nummer 9 war es, glaube ich. Stanislav Grieger, wir sehen es noch einmal. Er springt in diesen Schuss von Kukuczka hinein. Und beinahe wäre Toni Schumacher sogar noch herangekommen. Sie haben gekämpft. Sie haben sicherlich das Sverige med nummer 1 Thomas Ravelli, 2 Ingmar Erlandsson, 7 Pierre Littbarski, 8 Hans-Peter Brüge, 9 Rudi Völler, 10 Mattias Herget och nummer 11 nyckelfiguren i det laget, kanske framför alla andra, Karl-Heinz Rummenigge. Jakob klarar det och gör det bra. En gång till. Littbarski då. Och här kommer det flygande slängeskott. Och det är Bertolt som skjuter. Gå till det här larmet på Råsund att göra sig hörd också. Rudi Völler, och det är 1-0 på den där hörnan som kanske då kunde tyckas vara lite onödig. Littbarski slår hörnan, Rudi Völler nickar in den, omarkerad vid främre stolpen. 1-0 till Västtyskland. En markeringsmiss i svenska försvaret. Vi ser reprisen här, han står helt ensam. Står det mellan Dala och han lätt nickar bollen i främre hörnet. Och det hinner inte Thomas Ravelli helt som vi ser. Låt oss hoppas på det. Hussein i svårigheter mot Littbarski. Hussein vände åt fel håll. Littbarski genomskådade honom och vände bort Hussein en gång till. Och nu är det farligt och det är 2-0. Mattias Herget. Ja, ett svenskt misstag igen som bäddar för ett västtyskt mål. Och den här gången var det Glenn Hussein. Sida och en av de stora spelarna måste betonas än en gång. Det är Littbarski här. Alltså ingenting fel på. Ingen möjlighet som helst för Thomas Ravelli att avvärja. Brytz. Skickligt. Kan vi få ett reduceringsmål innan paus så vore det underbart. Corneliusson. Ravelli. Bra. Corneliusson. Han verkar ha kommit igång här nu. Oj, oj, oj! Ja, det är mycket bra gjort av Corneliusson. Jag vet inte om ni uppfattar det här i bild. 35 minuter kvar av matchen. 2-0 till Västtyskland. De missar Dala. Men när vi missar så har det blivit mål nästan varje gång. Och det var nära igen. Vi måste konstatera en gång. Torbjörn Nilsson. Nu då! Ja! Jan Corneliusson! Så som vi är vana att se honom. Mycket bra. Framförallt lägg märke till hur Torbjörn Jonsson i ögonvrån förmodligen uppfattar Dan Corneliusson som större sätt offensiv aggressivitet verkligen betalar sig. Det var svenska laget värt, helt klart. Dan Corneliusson. Fint här av Torbjörn Nilsson. Den inåtskruvade bollen som Schumacher inte har en chans att komma fram på. Hoppas att han kommer med. Det spelet riktigt ordentligt redan från början. Rummenigge. Framspelad av Littbarski. Thomas Ravelli. Strömberg förstås. Hussein. Hasse Holmqvist.
Oh. Och nu då, Hussein. En gång till. Oh. Ja, detta är rent otroligt. Oerhört tunga. Ja, det gör det verkligen. Efter det svenska laget insats här under andra halvleken. Så det är inte utan man tycker sig om svenska killarna just nu. Det var inte ett mål för mycket för tryckarna i första. Mats Magnusson. Ja! Det är sant. Det är otroligt. Det är fullständigt otroligt det hela. Mats Magnusson slår in 2-2. Han har ju knappt kommit in på plan. Svenska bänken som ju naturligtvis är enormt klar det här. Vilken boll av Torbjörn Nilsson igen. Som står som framspelare till bägge målen i svenska laget. Så som Pierre Littarski gör det i det tyska. Och Magnusson bara vräker sig fram. Och så kallt och så lugnt han lyfter in bollen. Ja, det är mycket kallt. Tony Schumacher kommer för en gångs skull. Han styrkar utrustningen men kommer lite sent. Och domaren går så här av matchen. Det är fantastiskt. Matchen sista start. 2-2. Goals here, and the star of their attack is Fernando Gomez. Jakob. Andreas Bremer, caught in possession by Veloso. And Pacheco. 37 years old now. Portugal were exciting semi-finalists in the European Championship. And here's Mario Jorge. Just touched over by Schumacher. A Stoccarda, con questo gol segnato da Carlos Manuel, il Portogallo si è qualificato per i mondiali ed ha inflitto la prima sconfitta in assoluto alla Germania in partite di qualificazione mondiale. I tedeschi, che erano già qualificati, hanno cercato di reagire. To be taken by Herget. It's just over. But Portugal had the only goal. Hello. And an open goal! And still West Germany can't score. Berthold got in behind the goalkeeper who comes up smiling. It was a wicked cross this time and Bento lost it. Somehow, Portugal survived. There's no real way forward for the Portuguese, although now West Germany have made the mistake. They've seen their team have all the pressure, but they still trail 1-0. Grigol, oh, against the bar again. And Grigol wonders what his team has to do to score. Quite extraordinary. Desperate moment for them, but it's all over. Portugal go to the World Cup final. And Jose Torres, who might have lost his job. Und die Schweden haben damit wohl Rang 3 auf jeden Fall erkämpft. So, der Anstoß, Deutschland traditionell in Schwarz-Weiß von rechts nach links. Freistoß nach diesem Foul an Olaf Thon. Breme. Und Tor! Na! 40 Sekunden! Bremer! Ist ja ein Beginn, was? Das sehen wir uns nochmal an. Wunderschön auf seinen starken linken Fuß gelegt. Und da hat der Torwart natürlich keine Chance, so platziert wie der Ball oben in die Ecke gegen Mikloschko. Bremer, gut.
Das ist es, das frühe Angreifen, das frühe Unterbrechen des gegnerischen Angriffsschwungs und dann Schüsse, wie dieser hier. Wir passen. Kula. Ja, da gibt's kein Durchkommen. Und Algöver. Fein. In der Mannschaft der Tschechoslowakei. Bremen. Rummenigge. Ja! Ah. Verstellt. Lipaski. Bremen. Nur Schumacher noch in der deutschen Hälfte. Rummenigge. Rummenigge! Deutschland jetzt von links nach rechts. Wiesek. Berger, Wiesek. Frei, aber Abseits. Abseits, das Tor zählt nicht. Ganz eindeutig, Wiesek im Abseits. In der Defensive stark und auch in der Offensive. Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Wiesek. Und 1-1. Josef Novak, die Nummer 10. 52. Spielminute. Und das kommt davon, wenn man die Zügel schlägt. Das sah aus wie Foul, aber gut entschieden auf Vorteil. Wiesek. Da lässt er die beiden da sehr geschickt aussteigen. Und dann Novak aus dem Hintergrund. 1-1. Spielminute, eine Vorlage von Andreas Brehme und freiwillig natürlich, das sollte eine Rückgabe sein, Lauda 2-1. Und die Ecke. Und Rummenigge. Und dann hat er auch noch Pech, da bleibt der Ball unter dem Abwehr. Spiel nicht auf Mauern, auf Halten. Und da kommt der Schlusspfiff von Schiedsrichter Thieme. Ein wenig Portugal, viele Pfiffe. Buhu. We'll be right back.